Technik, Training. Was? Also, es gibt. Neben der Arbeit an den Monologen kann es auch sehr gut sein, dass du Improvisationsaufgaben bekommst. Das heißt, du spielst mit anderen eine vorgegebene Situation und da ist es wichtig, dass du dich auf deine Spielpartner einlässt, dass ihr miteinander spielt, dass du in Kontakt gehst, dass du Spielangebote annimmst, weil ihr beide wahrscheinlich unterschiedliche Ideen habt. Und wenn dein Spielpartner eine bestimmte Idee spielt und du wolltest eigentlich was ganz anderes machen, ist es wichtig, dass du sagst, ah, du willst das spielen? Gut, ich mache dir die Freude, ich spiele mit. Diese Offenheit, dieses mit dem Fluss gehen ist ganz entscheidend, damit du diese Szene spielen kannst, ohne deine Figur zu verlieren. Ja, deine Figur will bestimmt etwas ganz Bestimmtes, aber die Rahmenbedingungen werden auch durch deine Spielpartner mitbestimmt und diese Umstände, die muss man dann annehmen, wenn sie etabliert werden. Und wenn du sagst, damit habe ich noch keine Erfahrung, beziehungsweise ich fühle mich mit dem Gedanken nicht wohl, dann wäre es gut, wenn du eine Trainingsgruppe findest, in der du Impro lernst. Da gibt es natürlich oft diese theatersportorientierten Gruppen und das ist wunderbar. Da kannst du die Grundregeln lernen nach Keith Johnston. Er hat ja wunderbar beschrieben, was es alles braucht. Also beispielsweise positiv anfangen, Spielangebote annehmen, sich verändern lassen, mit dem Status spielen und noch eine ganze Menge mehr. Das kann man im Kopf verstehen, das muss man aber auch wirklich häufiger gemacht haben, um es automatisch dann auch auf der Bühne tun zu können. Und ja, solche Theatersportgruppen sind oft vom Stil her so, dass sie eher leichter und komödiantisch spielen und häufiger auch mal nach dem schnellen Witz suchen. Das ist nicht optimal, das weiß man auch, aber es passiert immer wieder. Du kannst auch schauen, gibt es andere Schauspieltrainingsklassen, die auch Improvisation machen, wo es allerdings um ein breiteres Spektrum von Schauspiel geht und wo dann die Improvisation eventuell auch mal tiefer gehen. Beides wird dir helfen. Das ist eine sehr gute Vorbereitung, bevor du in die Vorsprechen an der Schauspielschule gehst. Wenn dir das Video bis hierhin geholfen hat, dann klick auf jeden Fall Gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir! Ho, ho, ho. Als ich mich damals bei den Schauspielschulen beworben habe, war ich auch in Salzburg. Und da habe ich meine Monologe vorgesprochen und mit mir wurde nicht an den Monologen gearbeitet, sondern ich bekam gleich eine Impro-Aufgabe mit einer Schülerin aus dem ersten Jahr. Wir sollten spielen, dass wir ein Paar sind, das verliebt ist und auch Zukunftspläne hat. Und es gibt ja immer mal so kleine Spannungen und wir sollten uns überlegen, so eine Spannung zu spielen. Und ja, das war die Aufgabe. Also habe ich mich mit der Schülerin abgesprochen und dann haben wir diese Szene gespielt. Und das lief auch erstmal ganz gut. Wir hatten so unsere Spannung wie verabredet und dann nahm das plötzlich ganz andere Dimensionen an, weil diese Spielpartnerin den Konflikt enorm verschärfte. Sie sagte, ich bin schwanger. Und ich sagte, ja, ist doch super. Sie sagte, ich weiß aber nicht von wem. Und ich war so harmoniebedürftig, dass ich sagte, ja, aber das macht nichts, ich liebe dich und wir können das Kind zusammenkriegen, auch wenn es von jemand anders sein sollte. Aber sie war nicht einverstanden, sie wollte meine Wohnung verlassen. Ich habe mich ihr in den Weg gestellt, damit sie nicht rausgeht, aber sie ließ nicht locker und ich wusste nicht, wie ich dem begegnen sollte. Und deswegen sagte ich zu ihr, was soll ich denn noch tun? Und da schaltete sich die Prüferin ein und sagte, kämpf halt. Und ich habe versucht, was ich konnte, aber das war nicht sehr viel. Und dann ging sie und die Impro war vorbei. Die Prüfer haben mir aber eine weitere Aufgabe gestellt und diesmal wurde es leider noch viel schwieriger, nämlich die Aufgabe, dass ich mit einer Autoritätsperson spreche.
eine Person, deren Meinung mir sehr wichtig ist, die aber etwas anderes will als ich. Und ich sollte mein Ziel durchsetzen, das, was ich will gegenüber dieser Person. Ich wollte den Raum verlassen, um mir darüber Gedanken zu machen. Und dann sagte die Prüferin aber, während ich rausging, und Klaas, ich sagte ja, kämpfen. Ja. Und ich reagierte folgendermaßen zu Befehl und ging raus. Ich habe mir dann ja was ausgedacht, habe es gespielt, es hat nicht funktioniert. Und heute denke ich, ich wäre gut beraten gewesen, nicht witzig zu salutieren, sondern zu sagen, okay, Sie sagen es jetzt zum zweiten Mal, ich soll kämpfen. Wie soll ich das verstehen? Was ist gemeint? Sie hätte mir garantiert eine Antwort gegeben. Ich glaube heute, dass ich sie wahrscheinlich dennoch nicht hätte umsetzen können, diese Aufgabe. Aber da habe ich die Chance verpasst, nachzufragen. Da habe ich sogar die Chance verpasst, zu verstehen, dass ich gar nicht verstehe, was sie von mir will. Ich war nicht erfahren genug. Daraufhin sagte der Mann meiner Mutter, du besorgst dir jetzt einen guten Therapeuten und arbeitest an diesem Problem, deinen Willen durchzusetzen. Und ich bin ihm sehr dankbar, Yves, wenn du das jemals sehen solltest. Es bedeutet mir sehr viel. Ich wäre heute nicht der, der ich bin. Danke. Ich habe mir einen Therapeuten gesucht und wir haben ein Jahr gearbeitet und er hat mir wirklich beigebracht, was es bedeutet, für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen. Und seitdem spiele ich auch anders Theater. Warum erzähle ich das? Wenn wir Theater oder Schauspiel generell machen, stoßen wir sehr schnell an unsere Grenzen. Wir alle haben Grenzen. Und es ist dann unsere Chance zu erkennen, was dahinter steckt. Und es ist unsere Chance, es zu bearbeiten und die Grenzen rauszuschieben. Das ist das Schöne daran. Sich mit Schauspiel zu beschäftigen, heißt, die Chance zu haben, auch menschlich zu wachsen. Und deswegen denke ich, es ist in jedem Fall gut, es zu tun, egal ob man später Profi wird oder nicht. Und für dich, wenn du in deinem Spiel an Grenzen stößt, wenn du merkst, ich kann das nicht spielen, es funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle, dann forsche, woran es liegt und finde Wege, diese Blockaden oder Grenzen aufzuheben für dich. Du wirst in jedem Fall davon profitieren. Sehr häufig wird in einer Aufnahmeprüfung auch ein Bewegungstest gemacht, wo man schaut, wie gehst du mit deinem Körper um, bist du in der Lage, da ausdrucksstark zu arbeiten, deinen Körper zu koordinieren. Und das Problem ist ja, viele Menschen sitzen heute viel vor Computern, vor Handys und so weiter. Die kümmern sich nicht darum, ihren Körper zu kultivieren, ihre Koordinationsfähigkeit und so weiter. Deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall, mach ein Training, zum Beispiel Tanztraining. Da ist es dann auch, ja, ganz nach deinem Spaß. Also in jedem Fall solltest du etwas machen, was dir Freude macht. Ob das nun Ballett ist oder Modern Dance oder Hip-Hop, Street Dance, Swing, Salsa oder sonstige Tanzformen. Wichtig ist, dass du lernst, deinen Körper zu koordinieren. Musik ist da natürlich super. Wichtig ist, dass du auch gegebenenfalls lernst, dich mit Partnern zu bewegen und eine gute Körperspannung zu kriegen. Wenn du mehr auf Kampfsport stehst, probier doch mal Tai Chi nach dem Wu-Stil. Das kann ich aus eigener Erfahrung sehr empfehlen, denn Wu-Stil Tai Chi
ist zum einen tolles Koordinationstraining, auf der anderen Seite auch eine angewandte Kampfkunst, die manchmal aussieht wie Magie. Wenn du das trainierst und verstehst, dann hast du auch eine gute Grundlage. Also schau mal, ob du einen Wu-Stil-Trainer findest. Es gibt nicht ganz so viel davon. Und dann grüß ihn von mir und hab viel Spaß beim Training. Außerdem gibt es ja auch noch das Alexander-Technik-Training. Also, es gibt die Alexander-Technik, ein Training, das uns hilft, uns sehr organisch, leicht und natürlich zu bewegen. Eine sehr gute Basis für Schauspiel. Teil der Aufnahmeprüfung ist es ja auch grundsätzlich immer ein Lied mitzubringen und das dann da zu singen. Du wirst unter Umständen von Musiklehrern getestet, Rhythmus, Töne nachsingen. Also, wenn du sagst, das ist bisher noch nicht so das, worin ich viel Erfahrung habe, schau doch mal, ob du einen Chor findest, in dem du singen kannst oder ob du sogar die Möglichkeit hast, Gesangsunterricht zu nehmen, dass du ja da auch dich musikalisch ein bisschen aufwärmst, bevor du in die Vorsprechen gehst. Es gibt Schulen, die auch einen Kameratest machen, in dem Sinne, dass sie dich sehen, für die Kamera spielen lassen. Und Kameraschauspiel und Bühnenschauspiel funktionieren ein bisschen anders. Während du auf der Bühne viel mit dem Körper sprichst, geht es vor der Kamera darum, dass die Vorgänge oft innen ablaufen und dass deine Gedanken sehr, sehr wichtig sind und dein Spiel, dein sehr feines Spiel formen. Wenn du damit noch keine Erfahrung hast, aber an eine Schule gehst, wo diese Kameraschauspieltests stattfinden, dann empfehle ich dir wirklich zeitig vorher schon mal eine Einführung in Kameraschauspiel zu bekommen. Also schau, wo gibt es Kurse, die wenigstens an 3 Tagen mal dir zeigen, was musst du beachten, wie erzeugst du eine bestimmte Wirkung vor der Kamera, damit du dann in der Prüfung schon orientiert bist und nicht erstmal dich dran gewöhnen musst und vielleicht gar nicht genau weißt, was von dir verlangt wird, weil du halt so spielst, wie du es sonst auf der Bühne tust. Also sammle da schon Erfahrung, damit du in der Prüfung dann entspannt damit umgehen kannst. Ich habe am Anfang ein paar extra Denkanstöße versprochen und die kommen jetzt. Die Lehrer an der Schule wählen sich die Schüler aus und werden voraussichtlich 3 bis 4 Jahre mit diesen Menschen arbeiten. Da müssen sie natürlich auch Lust haben, mit genau diesen Menschen zu arbeiten. Das heißt, Sympathie spielt auch eine Rolle. Das ist etwas, worauf du nicht so direkt Einfluss hast. Manche Menschen mögen sich, manche nicht. Aber du kannst natürlich dich von deiner besten Seite zeigen. Du kannst mal mit dem Gedanken spielen, kannst du strahlen, wenn du in die Prüfung gehst. Vielleicht hilft die Vorstellung, dass du in dir eine Lampe hast, die ein ganz tolles Licht ausstrahlt. Und das machst du die ganze Zeit. Du strahlst dieses gute Licht aus, wenn du die Prüfer triffst, wenn du für sie spielst. Außerdem kannst du ja dich von deiner angenehmen Seite zeigen. Du kannst immer kollegial sein, anstatt irgendeine komische Show zu inszenieren und irgendwas vorzuspielen und nicht vollschleimen. Schleimen die Lehrer nicht voll. Bei einigen Schulen sind die Prüfungen richtig lang und anstrengend. Und auch das ist auf gewisse Weise ein Eignungstest. Hältst du so lange durch, kannst du die Energie hochhalten und immer konzentriert bleiben und gute Arbeit leisten. Also ist es gut, wenn du an deiner Kondition arbeitest. Natürlich ausgeschlafen kommst zum Vorsprechen. Wenn du aber dafür sorgst, dass du körperlich lange arbeiten kannst und auch mental stark bleibst, selbst wenn es mal stressig wird, dass du dann nicht die Nerven verlierst. Und zu guter Letzt müssen wir den Prüfern natürlich zugestehen, auch die arbeiten lang und hart bei diesen Prüfungen und die werden irgendwann mal müde und die werden vielleicht auch mal ungeduldig oder genervt. Dann weißt du warum. Nimm es nicht persönlich, behalte ein gutes Selbstbewusstsein und den guten Humor, sei kooperativ.
Und ich denke, dann bist du auf einem guten Weg. Hast du Fragen zum Vorsprechen, dann schreib sie unten in die Kommentare, damit ich darauf antworten kann. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank, bis dahin, tschüss.